Jo Leute, was geht? Ich räume gerade das Auto wieder aus. Ich war ja auf dem Summer Priest Festival, habe im Auto gecampt. Das Video dazu findet ihr nochmal hier. Aber es geht wieder zurück nach Frankfurt in meine Zweitwohnung. Dort wird zum einen natürlich weiter trainiert im Spirit und zum anderen kommt mich Nina, aka Miss Peaches, besuchen. Es geht aufs Bike, zum Kampfsport und durch Frankfurt und so weiter. Sie ist jetzt schon on the way. Also ich muss mich beeilen. Haut rein. Nee, gar nicht. Haut gar nicht rein. Es geht jetzt erst los. Also, let's go. Yo, wir sind in Frankfurt. Nina hat es nach einer Höllenfahrt hierhin geschafft. Falls ihr Nina aus Videos von ihrem Kanal oder von meinem Kanal noch nicht kennt, dann hier ein kurzer Trailer, was Nina alles so macht. Unser letztes gemeinsames Video war übrigens auf Madeira. Das verlinke ich euch hier oben nochmal. Wir werden jetzt essen gehen. Du kennst bisher Frankfurt noch so gar nicht, oder? Nee, ich war noch nie hier. Immer nur auf der Durchreise quasi. Frankfurt ist brutal. Ich zeig dir die Skyline. Wir gehen essen. Danach geht's aufs Bike. Und dann geht's noch zum Kampfsport. Also. Let's go. Fabio hat nicht zu viel versprochen. Es macht echt Bock, muss ich zugeben. Ey, vielleicht mache ich das jetzt zu Hause auch öfter. Gibt es sowas in Österreich? Ja. Fahrt ihr da nicht mal mit Kutschen und so? Ja, in erster Linie. Wir müssen auch noch arbeiten, dass die Straßen mehr asphaltiert. Ja, ja. Internet die Hoffnung, habt ihr in Österreich? Teilweise, ja. Teilweise, ja. Ich hätte gerne einen Dirty Chai mit Hafermilch. Gande. Auch einen Dirty Chai bitte, Mandelmilch. Und könnt ihr ein bisschen weniger süß machen, also weniger von dem... Auch in Kante? Auch in Kante. Das normalerweise so 4 Pumps? Dann 2 reichen, 2 bitte. Das würde ich auch ganz gerne so machen. Das ist weniger süß und Zucker dann. Und noch immer viel. Ja. Ich schmecke nur Süße. Ich frage mich, ob da überhaupt Kaffee drin ist. Es muss noch Rad gefahren werden und ich bin echt krank müde. Nina meinte gerade, wir können auch shoppen gehen, anstatt zu biken. Nina meinte, dass sie auf 3 Hochzeiten gehen muss und ein Kleid braucht. Ich bezweifle, dass wir das hier tun. Ich habe mich hier in was reingeritten. Ich muss Sachen probieren. Ich such das hier aus. Was brauchst du hier? Größe S. Ja. Guck mal, hast du zwei verschiedene Looks, die viel Variation bieten. Welche Choice ist eure? Also der Look wird dir schon stehen, Fabio. Ich sag, ich finde das so scheiße. Ohne Scheiße, das steht mir. Das hat doch einen ganz anderen Look jetzt. Ja, Mann. Ich find's gut. Mit den Schuhen. Ich find's richtig gut. Was ich feier das. Ich feier das voll. Schau mal, wie das matcht mit dem Revolution. Ja, Mann. Shorts. Cocktail in der Hand. Boom, Strand. Ja, in Ibiza, am ja, Beach. So wie du bleibst und lebst. Ja, absolut. Gefällt's dir nicht? Nee. Ich zieh mich wieder auf. Tschüss. Darin sehe ich aus wie ein Sack. Das hat jetzt schon Zeit auch gekostet und zu keinem Ergebnis geführt. Sie hat sich einfach das Kleid nicht gekauft. Würde ich sagen, gehen wir mal Radfahren. Ja. Bevor es dunkel wird. Wir haben mittlerweile 16:30. Es steht noch eine Sache zwischen, noch zwei Sachen zwischen uns und dem Fahrradfahren. Einmal der Weg dorthin und dass Inas Hund noch raus muss. Jetzt lernt ihr Rumi kennen. Und da. Ihr glaubt nicht, was gerade passiert. Nina fällt gerade auf, dass sie keine Knieschoner dabei hat. Also auch nicht in ihrem Auto, sondern in Österreich. Da habe ich 50. Nee, ich habe echt ein Auto. Das heißt, sie müssen jetzt... Wisst ihr warum? Nein. Genau aus diesem Grund. Weil ich so viele übrige habe, die ich nicht mehr benutze. Und deswegen dachte ich, ey, ich gebe so ein Spare Paar an Knieschonern, an Rückenprotektor ins Auto. Das heißt, deswegen ist was im Auto. Viertel vor sechs haben wir. Wir sind noch keinen Meter gefahren, also mit dem Bike. Wir werden jetzt wieder umdrehen, die Schoner holen und dann nochmal einen neuen Versuch starten. Hallo Stefan Pütz. Hallo Fabio Schäfer. Na, was geht ab? Wo bist du? Ich bin gerade hier im Kreisel von der Hanauer Landstraße. Ich bin auch auf der Hanauer Landstraße beim komplett überladenen Anhänger. Wir werden dich aufsuchen. Wir uns gleich. Sag gleich Bescheid, ich bin bei der Tour. Okay, gut. Bis gleich. Ciao. Ja, bis gleich. Tschüss. Tschö. Wir haben Stefan Pütz gefunden, beziehungsweise seinen Anhänger. Ist er dort drin? Nee, es sind Hunde drin. Hunde.
Mobilbob von... Ich bin smart, weil ich habe ein gutes Zeitmanagement. Und ich entscheide jetzt, dass wir erst die Schoner holen und dann nochmal vorbeischauen, ob Stefan Pütz mittlerweile da ist. Wow. Ich bin so schlau. Stefan Pütz ist immer noch nicht zurück an seinem Auto. Wir haben leider keine Zeit, deshalb werde ich ihm Grüße ausrichten. Einen schönen Tag. Tschüss. Finally auf dem Feldberg, am Flowtrail. Let's go. Hallo Nina. Dritter Pick Forward von Fahrrädern. Bevor ich mich jetzt zum Fahrradfahren umziehe, zeige ich euch noch, was ich hier anhabe von meinem Langzeitpartner Revolution Race. Das ist einmal dieses Mission Slim T-Shirt, habe ich euch schon öfters gezeigt. Mega angenehmer Stoff, das ist so mega elastisch, habe ich entweder jetzt einfach so in der Stadt an oder auch beim Biken. Und hier die Hose, das ist die Summer Swim Short, auch sehr bequem, schön luftig. Und ihr bekommt natürlich wieder Rabatt mit dem Code FABIO15, gibt es 15% Rabatt noch bis zum 31. August. Also Link in der Videobeschreibung. Und das gilt natürlich auf alles, nicht nur auf das hier bei Revolution Race. Seht her, was ich kann. Tricks. Anzeige geht raus, ja. Wir haben mittlerweile 19.15 Uhr. Es beginnt jetzt die erste Abfahrt. Wir haben GoPros an. Let's go! So, gefühlt ewig nicht auf dem Rad gewesen. Aber das macht auf jeden Fall Spaß hier. Ich bin gerade froh, dass das Ganze hier trocken ist. Oh! Jetzt hören wir Nina vorfahren, damit ihr auch was vor euch habt. Und was seht, hier über die Wurzeln hier oben, der Teil ist auf jeden Fall sehr flach. Was ist das, Fabio? Ich guck mal, ob ich in die Videobeschreibung ein paar Videos von uns packe. Ist echt lange her, dass wir zusammen gefahren sind. Tatsächlich das letzte Mal, wie schon angesprochen, auf Madeira 2022. Aber ich glaube, die ersten Videos sind von 2017 gemeinsam auf dem Bike. Das ist einfach vor 7 Jahren gewesen. Nächster Abschnitt. Nice, schöne View. Geil, Blick auf Frankfurt. Oh, der ist kaputt. Shit, da fehlt einfach ein Stück. Upsi. Wir haben es tatsächlich geschafft, vor Dunkelheit Fahrrad zu fahren mit euch. Es ist jetzt irgendwie 8:30, ja. 8:30. Heute geht es definitiv früh ins Bett, nicht wie gestern. Und damit wir morgen auch fit sind für Jiu-Jitsu. Also, ich sage jetzt an dieser Stelle einfach gute Nacht, damit wir uns nicht wieder mit euch verquasseln. Bis morgen früh. Wunderschönen guten Morgen, gleich geht's zur ersten Jiu-Jitsu-Stunde von Nina, aber vorher habe ich hier erstmal Saft gepresst. Wenn ihr mir auf Insta folgt, wisst ihr, ich seit Jahren Gemüsesaft presse, das zu meinem Alltag dazugehört. Früher war ich ganz normaler Kunde bei Kovings, mittlerweile Kooperationspartner, über was ich mich sehr freue, denn so habe ich auch einen Rabattcode für euch. Mit dem Code FABIO bekommt ihr immer maximalen Rabatt auf das gesamte Kovings-Sortiment.
Bei Kuvings handelt es sich um sogenannte Slowjuicer, das heißt, sie haben eine langsam drehende Schnecke und somit das beste Saftergebnis. Ihr könnt hier mit Gemüse pressen, Obst, ihr könnt sogar Eis hier mitmachen, ihr könnt Nussmilch damit machen, ihr könnt Smoothies machen, alles möglich. Schaut vorbei bei Kuvings, gönnt eurem Körper was Gutes, seid aktiv. Let's go! Wie in den letzten Videos geht es heute auch wieder ans Kommentare kommentieren. Diesmal habt ihr über Instagram Fragen geschickt an uns beide. Seid ihr aktuell happy? Ich würde mal sagen, mir ging es schon mal besser. Wir haben jetzt viel auch gequatscht. Bin momentan gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Auch körperlich habe ich dieses Jahr irgendwie ständig irgendwie Wehwehchen, Verletzungen die ganze Zeit. Das zieht sich ziemlich und ich muss sagen, ganz ehrlich, mental war ich schon mal besser drauf und ich bin gerade echt stark dran, irgendwie mein Mindset wieder umzuswitchen und wieder ins Positive zu kommen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich sehr unglücklich bin, aber ja, happy ist ehrlich gesagt tatsächlich was anderes. Obwohl ich einerseits dann mich ja mega freue, was wieder so passiert und auch voll dankbar bin. Ich war gerade auf einer Mountainbike-Safari in Afrika. Ich meine, das war wirklich ein Once-in-a-Lifetime-Experience. Ich hatte regelmäßig Pipi in den Augen, weil es mich so berührt hat. Aber gleichzeitig ist es, auch wenn man das nicht sieht, wieder sehr anstrengend, das Reisen, der Trip selbst und so weiter. Und das sind halt viele Dinge im Hintergrund, die ja da auch eben ständig am Laufen sind, was nach außen hin man dann nicht wirklich mitbekommt. Das, was ich mir gerade wünsche, ist einfach nur mal durchatmen zu können. Ja, das ist auf jeden Fall immer sehr anspruchsvoll. Also auf der einen Seite lebt man irgendwie seinen Traum und macht und tut, auf der anderen Seite lebt man die meiste Zeit aus der Tasche und heute ein Termin, morgen und es ist nicht immer nur ein Termin oder ein Ding auf der To-Do-Liste, sondern es ist always Vollgas. Und deshalb verstehe ich, wenn sich da irgendwie was anstaut. Um die Frage noch von meiner Seite aus zu beantworten, bei mir war in diesem Jahr super viel los. Aber ich muss sagen, dass sich bei mir echt sehr viel Positives ergeben hat und ich deshalb tatsächlich sehr happy bin. Ich bin zwar immer noch müde. Ja, aber zieht sich halt auch noch wie so ein Schweif mit, denke ich mir. Aber geht immer weiter. Glaubt Fabio, dass du, also ich, Seven vs. Wild durchgestanden hättest? Erste Staffel. Erste Staffel, muss man sich ja so vorstellen, die war völlig random. Wir wussten überhaupt nicht, was uns erwartet. Also man hatte keine seine Fantasie, wie so ein Survival-Format abläuft und so weiter. Und deshalb gab es da ja sehr so viele Unvoreingenommen. Ja, genau. Du bist auf jeden Fall extrem tough. Du machst sehr viele extreme Sachen, ob jetzt auf dem Bike oder allgemein, was du alles surfen und so weiter und so fort. Von daher bin ich davon überzeugt, dass du auf jeden Fall diese Anpassungsfähigkeit hast und dich ja auch gerne Challenges stellst. Das stimmt. Von daher denke ich, dass du auf jeden Fall sehr gute Karten gehabt hättest, dort durchzuziehen und halt für dich geile Erfahrungen mitzunehmen. Macht ihr zusammen eine Backpacking-Tour? Bikepacking, oh Gott. Bikepacking mit dem Gravelbike, das planen wir echt schon lange. Da reden wir, glaube ich, seit drei Jahren drüber. Das war eigentlich die Rede davon, dass wir das eigentlich machen und sehen. Genau, hat gut funktioniert. Stattdessen waren wir shoppen, Mountainbike fahren und gleich beim Jiu-Jitsu. Aber wir haben es tatsächlich schon länger auf dem Plan und werden irgendwann mal eine mehrtägige Bikepacking-Tour unternehmen und euch dann natürlich mit auf diese Reise nehmen. Ich habe Fabio auch schon eingeladen, nach Österreich zu kommen. Ich glaube, auch wenn wir hier nur teilweise Internet haben, gibt es ja einiges, was zu erleben. Aber ich muss durch Bayern fahren, oder? Aber das ist ja eh dasselbe. Österreich und Bayern ist ja eh dasselbe. Ihr seht gleich aus, ihr redet gleich. Genau. Genau. Fahren jetzt zum Jiu-Jitsu, weil sie braucht noch einen Mundschutz. Wusch, wir sind beim MMA Spirit angekommen. Also wir gehen jetzt zum Jiu-Jitsu, quasi der Bodenkampf beim MMA, nur ohne Schlagen. Das heißt, es geht um Würger, um Armhebel, Beinhebel, um den Gegner zur Aufgabe zu zwingen. Für mich ist gerade irgendwie noch so, was kann ich, was darf ich, was soll ich, was wäre. Also, jetzt haben wir gerade die ersten Steps besprochen, so, okay, jetzt sind wir da. Was wäre jetzt wieder der nächste Move oder so? This head is here, I was like, go to my, I want to go, put my back onto the floor, but it's kind of hard because his head kind of like keeps me elevated. So I hand fight to make sure I'm not getting choked, right? But I still look to push head out of position, so now my weight is on my shoulders.
So I keep my weight onto my shoulders using my legs and then I can go to face him back and then escape. Du versuchst, das Bein wegzudrücken. Genau. Das drunter zu kriegen. So. Und du versuchst, einen sogenannten Underhook zu bekommen. Hier und drehst dich nach da mit der Hüfte raus. Und dann die Bewegung. Hintern raus. Ja. Genau. Auf die Knie, auf die Knie. Guck gegen meinen Kopf. Und jetzt kannst du mich quasi pushen, sodass ich rüberfalle. Wir verstehen nur Gliedmaßensalat oder Gliedmaßensalat. Ja, okay, was ist? Ja, so geht das jedem am Anfang, ja. Ich finde schon geil. Wie hat es dir gefallen? Ich glaube, es ist erstmal Information Overload. Ja, es ist, ich sehe immer nur so Gliedmaßensalat, so Fragen noch Fragen, also ja, definitiv Fragen. Nee, voll interessant, sehr inspirierend auf jeden Fall und ich hätte echt Bock, das nochmal zu machen, wenn ich richtig fit bin und nicht nur so angeschlagen wie jetzt. Und dann diesmal und angeschlagenen und bestochten Fingern. Ist auch cool, dass du Bock hattest. Ja. Schaut auf jeden Fall bei Nina vorbei. Link zu ihrem Kanal findet ihr auch in der Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Bis dann. Ciao. Das war's mit diesem Video. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Dort geht's zu meinem Live-Reaction-Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu meinem Buch Hypebock-Angriff, außerdem zu meiner gesamten Ausrüstung. Und hier geht's zum nächsten Video und dort zu meinem Merch. Also vielen Dank fürs Einschalten und euren Support. Bis zum nächsten Mal.